Tumulte im israelischen Parlament. Im Streit um die geplante Justizreform gingen Abgeordnete im Verfassungsausschuss der Knesset am Montag aufeinander los. Laute Schanderufe waren zu hören, mehrere Parlamentarier beleidigten sich gegenseitig als Faschisten und Verräter. Mehrere Abgeordnete wurden aus dem Saal geworfen. Der Verfassungsausschuss der Knesset stimmte anschließend dafür, den ersten Teil der Reformpläne zur ersten Lesung an das Plenum weiterzuleiten. Gleichzeitig protestierten vor dem Gebäude Zehntausende gegen das Vorhaben. Die Gegner von Premierminister Netanyahu werfen ihm und seiner rechtsreligiösen Regierung vor, mit der Reform gezielt die Judikative schwächen zu wollen. Seit Wochen kommt es deshalb in Israel zu Protesten. Netanyahus Likud-Partei begründet die Reformpläne mit dem Vorwurf, der oberste Gerichtshof werde von linksgerichteten Richtern dominiert, die sich aus politischen Gründen in Bereiche einmischen, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen. Gegen Netanyahu selbst läuft derzeit ein Prozess wegen Korruptionsvorwürfen, die er zurückweist.